So. Und da sind wir schon. Seit Jahrzehnten verschwunden. Die Luft ist kühl nach der Hitze der Mittagssonne. Aber das ist nicht der Grund für die Gänsehaut auf meinen Armen. Ich habe ein wirklich, wirklich schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Mach dir keinen Kopf. Da haben wir nämlich schon den Löwenkopf. Bitte. Hallo, Löwe. Aus der Entfernung ist der Löwenkopf recht beeindruckend. Von nahem ist er furchterregend. Hey, einer der Reißzähne ist lose. Na dann. Ich höre, wie sich eine Menge Stein bewegt. Und ich weiß, dass ich in Gefahr bin. Selber. Bewegung. Hui, das hätte ich jetzt erschlagen können. Sehr komisch, ihr Gestörten. Senor Stobart, Senor Stobart. Sind Sie in Ordnung? Passt schon. Es ist okay, Lopez, mir geht's gut. Jesus, du mir als Dada. Sie haben mich erschreckt. Netter Versuch, Templer. Ja, wollen wir mal gucken, was hier in der Dunkelheit liegt? Ich wünschte mir, ich hätte Learys Taschenlampe dabei. Ah. Es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Ich muss mich auf meinen Tastsinn verlassen. Fühlt sich an wie eine raue Steinmauer. Ich wurde fast umgebracht und das nur für eine falsche Fährte. Wait. Ich habe einen Plan und zwar brauchen wir hierfür den Spiegel. Denn mit diesem hier in welchen Spiegel? Ich kann den Spiegel benutzen, um das Licht von oben zu reflektieren. Gute Idee. Dann mach mal. Da, in der Mitte der Türe kann ich eine Art Dose sehen. Scheint wohl doch nicht die Sackgasse zu sein, nach der es aussah. Ja, und jetzt wäre es schön, wenn wir uns das jetzt mal etwas näher angucken könnten, wenn möglich. Da ich jetzt weiß, wonach ich suchen muss, finde ich es innerhalb weniger Sekunden. Gut. Und da ist sie, eine bearbeitete Öffnung. So glatt und perfekt, als wäre sie erst gestern gehauen worden. Ja, und was wir da benutzen müssen, ist natürlich klar. Ich schiebe den Steinschlüssel ins Schloss. Die Schalter dort bewegen die Wählscheiben. So, und jetzt kommt nämlich wieder meine wunderschöne Notiz zum Einsatz. Und zwar habe ich mir die Kombination für diesen, sagen wir es so, vormittelalterlichen Tresor brav aufgeschrieben. Because I'm awesome. Und zwar brauchen wir hier einmal X. Ich muss einen Fehler gemacht Ups. Haben. Das Schloss springt wieder zurück und reißt mir fast die Finger ab. Hubala. Jetzt muss ich wieder von vorn beginnen. Hab mich gerade etwas vertan. Upsala. X, I, V. Oh, da müssen wir eine Weile drehen. Aber es ist alles machbar. I, V. Ich höre, wie sich das Schloss bewegt. Entweder fällt mir das auf den Kopf oder die Wand. So, einmal X, I, V, dann brauchen wir X, X, V, I, I, V, I, I. Ja, okay, da blättern wir einfach weiter. Ich kann keine römischen Zahlen, deswegen sage ich einfach nur die Buchstaben. Aber das ist ja hoffentlich nicht so schlimm. So, X, X, V, I, I, dann brauchen wir V-I. Dann einmal bitte L-X-X. Oh, super, wir dürfen einmal halb rundherum blättern. L-X-X oder L-X-X-X? L-X-X-X. Und ein I. Danke. Dann brauchen wir dreimal I. Plöpp. Ein I. Und ich würde mich selber dafür ohrfeigen, wenn ich mich gleich vertippe und dann alles von vorne machen muss. So, dann
XV, nee, X. VII. Da können wir gleich so rumblättern. Da geht's schneller. Wirklich richtig? Ja. Einmal XII. Ja, super. Das ist egal, in welche Richtung ich dann blätter. Gut. Und dann XXV. Ich glaube, X war 10er Stelle. V ist dann dementsprechend 5. Also 25. Wenigstens das konnte ich mir noch merken. So. Dürfte jetzt eigentlich fertig sein. Oh ja, dafür gibt's hoffentlich Bonuspunkte. Ich wusste, dass ich mich auf mein Fingerspitzengefühl verlassen kann. Because I'm awesome. Und Indeli schlau. Also wollen wir mal da rein. Um zu gucken, was wir dort finden. Die letzte Schachfigur. Bevor ich gehe, muss ich noch etwas erledigen. Das Ersatzfigürchen brauchen Sie nicht mehr, Gräfin. Ich habe es bei den Kindern gefunden. Sie möchten jetzt wahrscheinlich eine Weile allein sein. Ich bin draußen im Garten bei Lopez. Und das war dann auch unser Spielchen in Spanien. Wieder in Nicos Apartment. George, willkommen! Oh. Komm rein, George. Schön, Lobino. Dich wiederzusehen. Ehrlich? Mi ganz dolle Notgusta. Ich mag den Typen einfach nicht. Aber es hat auch seine Gründe. Und wie? Was haben Sie in Spanien gefunden? Ohne André wären wir nicht so weit gekommen, George. Ja, ich weiß. Stimmt auch wieder. Die Spur führt zu einer unterirdischen Kammer am Grunde eines Brunnens. Die Tempel haben einen Wandbehang mit einem Schachbrettmuster hinterlassen. Die weißen Figuren waren zahlenmäßig weit unterlegen. Es gab einen Fluss, der über das Brett floss, und einen Tempelritter auf einem Pferd. Sagt Ihnen das etwas, André? Nein, nichts. Überhaupt nichts. Vielleicht sollten wir André erzählen, was wir noch gefunden haben, George. Es gibt eine Landkarte und eine lateinische Inschrift. Nach Westen, am Ende der Welt. George fand das in Syrien, in einer Höhle. Ja, wo mich der Killer beinahe tötete. Dann ist da noch die Verbrennung von Jacques de Molay und das Datum 1314. Aus dem Fenster der Kirche in Montfaucon. Einer der wenigen Plätze, an denen niemand versucht hat, mich zu töten. Dann haben wir das Abbild einer Kirche, das George bei der Ausgrabung gefunden hat. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass dich dort jemand töten wollte, George. Und schließlich haben wir den Wandbehang in Spanien. Habe ich erwähnt, dass ich dort fast getötet worden wäre? Noch nicht, aber sie tut's bestimmt gleich. Nur meine katzenartigen Reflexe haben mich vor einem sicheren Tod bewahrt. Katzenartige Reflexe, wie? Und wo waren Sie, André, während ich Kopf und Kragen riskierte? Hat sich Ihre Brille über der etruskischen Vase beschlagen? Jetzt reicht's, Männer. Können wir zur Errettung der Welt zurückkommen? Dieser Zickenkrieg, wie niedlich. Natürlich, ich bitte um Entschuldigung. Er hat damit angefangen. Nun, der lateinische Satz sind Worte des Julius Caesar. Er beschrieb die britische Insel. Sind Sie sicher? Die Landkarte sah nicht nach Großbritannien aus. Wie kommt es, dass Caesar Großbritannien am Ende der Welt gesehen hat? Für die Römer war das Mittelmeer das Zentrum des Universums. Großbritannien war ein entfernter, unfreundlicher Ort, den blau bemalte Wilde bewohnten. Hat sich nicht sehr verändert. Sie schauen sich nicht mehr blau an. Außer wenn Sie zum Fußball gehen. Sie benutzen einen Extrakt einer Pflanze namens Weid. Indigo Isatis Tinctoia. Die Schotten benutzten es bis vor kurzem in ihren Kriegen gegen die Engländer. Aha. Bis vor kurzem? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Schotten mit den Engländern Krieg hatten. Welches bis vor kurzem meinen Sie? Ich glaube, die Männer von William Wallace benutzten es im 13. Jahrhundert. Sie könnten es benutzt haben bis ins Jahr... Es fällt Ihnen nicht ein, oder? 1314. Oh, da sind wir wieder beim Thema. André, was heißt das? Was meinen Sie? 1314 in Schottland. Die Schlacht von Bannockburn. Das wäre eine Erklärung für den Fluss auf dem Schachbrett. Das bezeichnet doch die Endung Burn, stimmt's, André? Wie in Bannockburn. Richtig, George, und es kommt noch besser. Die Geschichte besagt, dass die Schotten von einem Stoßtrupp Hilfe bekamen. Raten Sie von welchem? Die Templer. Ja,
Eine Gruppe geächteter Templer. Sie sollen das Blatt für die Schotten gewendet haben. Mhm. Und alles endet in einer Kirche. Auf der britischen Insel, in Bannockburn, in einer Kirche. Worauf warten wir? Ich rufe ein Taxi. Ich kann nicht mitkommen. André, Sie waren eine große Hilfe, aber... George versucht Ihnen zu sagen, Sie sollen sich nicht schuldig fühlen. Was habe ich? Wir verstehen. Sie haben Verpflichtungen. Wir müssen uns beeilen. Vergiss das Taxi, George. Wir ziehen das durch und davon. Machen Sie sich um uns keine Sorgen. Also, am nächsten Morgen auf nach England. So, wir sind hier jetzt im Zug nach England und diese alte Dame sieht schon sehr seltsam aus. Was soll ich groß sagen? England, wir haben nicht mehr viel. Es ist so ziemlich unsere letzte Etappe. Deswegen würde ich sagen, ich kann gar nicht speichern. Okay, dann kann ich nicht speichern. Dann muss ich halt wohl oder übel weitermachen. Ansonsten hätte ich gesagt, ich mache hier einen kurzen Cut. Mache hier Feierabend. Dumm gelaufen. Jetzt muss ich hier weitermachen, bis es zu Ende ist. Was soll's. Dann ziehen wir uns noch den Rest von der Geschichte rein. Das wäre wahrscheinlich sowieso bloß noch eine halbe Stunde gewesen. Also von dem her, die halbe Stunde ziehe ich jetzt auch noch durch. Reden wir erstmal mit der älteren Dame. Ich meine, ihr könnt euch bestimmt schon denken, wer das ist. Verzeihen Sie. Sie muss taub sein. Ja, mein Lieber? Wissen Sie, wann wir in Stirling ankommen sollen? Um 17:45. Aber wir haben schon 8 Minuten Verspätung. Oh, wirklich? Was liest Sie denn für ein Buch? Was für ein Buch lesen Sie da gerade? Och, das habe ich mir am Bahnhof geholt. Eine mittelalterliche Detektivgeschichte. Für so ein Romänchen, sehr gut geschrieben. Mhm. Wird schon ein paar Jahre nicht mehr gedruckt. Okay. Wie heißt das Buch? Der Fall des verschlagenen Kreuzritters von Molly Pegram. Ich hatte angenommen, der Autor sei eine Frau, aber offenbar stimmt das nicht. Sein richtiger Name ist... Professor Nigel Pegram. Das stimmt. Kennen Sie ihn? Nein, ich habe ihn noch nie kennengelernt. Aber George ist trotzdem ein großer Fan von ihm. Ich meine, das war ein Wink mit dem Zaunsfeld. Dass die zwei das nicht kapiert haben, unglaublich. Aber wirklich... Naja, whatever. Reden wir mal über unser Ziel. Kennen Sie sich in Stirling gut aus? Ja, zufällig schon. Wollt ihr beiden Turteltauben dahin? Ja, wir... Wir haben uns vorgenommen, es uns in diesem Urlaub mal anzusehen. Vergesst nicht, das Schloss zu besichtigen, ja? Ich bin sicher, es ist ganz hübsch da, aber wir stehen nicht so sehr auf Geschichte, nicht wahr, George? Nein. Gibt es in Stirling eine Kirche namens St. Ninians? Oh ja. Und ich weiß genau, warum ihr dahin wollt. Ach, wirklich? Natürlich. Es ist doch offensichtlich, dass ihr beiden verliebt seid. Oh. Ihr seid weggelaufen. Und da sagt man, es gäbe keine Romantik mehr. Er spielt seine Rolle fabelhaft. Oh, Gott. Entschuldigung. Wohin gehst du, George? Muss ich dir das wirklich sagen? Sei doch nicht gleich so schnippisch. Wenn du ein Leck abdichten musst, dann sag mir das doch einfach. Okay, ich gehe gerade mal ein Leck abdichten. L-E-C-K. Die Fahrkarten bitte. Oh, hallo. Das ist eine Rückfahrkarte zum vollen Normalpreis. Haben Sie keinen Seniorenpass? Ich benutze nur sehr selten die Eisenbahn. Meine Fahrkarte ist doch auch so gültig, oder? Tja, das schon. Aber Sie hätten bis zu einem Drittel des Preises sparen können. Ich brauche mich Gottlob nicht, um derart kleinliche Petitessen wie Preise zu kümmern. Sie sind schon ein kauziger alter Vogel, Lady. Das steht man fest. Bitte die Fahrkarten, Sir. Hier. Dieses Gesicht... Ich meine, das hätte ihm auffallen müssen, aber naja. Ihr seid kein guter Beobachter. Unterwegs nach Stirling, wie? Ja, stimmt. Naja, ich hoffe, Sie sind nicht enttäuscht.
ist um diese Jahreszeit ein lausiger Ort. Obwohl, es gibt noch jede Menge Pubs und einen bezaubernden Ausblick vom Schloss aus. Oh. Vielen Dank. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber irgendwas an diesem Typ kommt mir sehr bekannt vor. Oh ja. Bist du sicher? Du bist müde, vielleicht irrst du dich ja. Nein. Nein, aber mir gefiel der Blick in seinen Augen nicht, als er mit dir gesprochen hat. Naja, wollen wir mal rausgehen. Kannst du nicht mehr still sitzen, George?